Willkommen in Shady Sands, Fremder. Bitte steck deine Waffen weg. Okay. Ich mach das mal so. Guten Tag. Darf ich mich mal. Ich speichere mal kurz. Sicher, sicher, ne? So. Machen wir mal den hier. Okay. Hallo? Guten Tag, mein Name ist Seth. Womit kann ich dir helfen? Ich brauche ein paar Informationen. So, Informationen. Was willst du genau wissen? Erzähl mir was über diesen Ort hier. Shady Sands ist eine friedliche Gemeinde. Wir haben unser eigenes Bewässerungssystem, sodass wir Anbau betreiben können, wenn wir nicht dauernd von den. Ja. Achso. Wenn wir nicht dauernd von den Red Scorpions und Gangsterbanden tyrannisiert würden, ginge es uns richtig gut. So, erzähl uns über diese Red Scorpions. Diese verdammten Red Scorpions fallen unsere Brahmin an, seitdem wir hier sind. Keine Woche. Na, ich klicke hier immer zu weit nach unten. Keine Woche vergeht, ohne dass diese Viecher einen von unseren Leuten vergiften, der sie aus den Ställen vertreiben will. Letzte Woche hat es meinen Bruder Jarvis erwischt. Razzlo, unser Arzt, ist auf fieberhafter Suche nach einem Gegengift. Hey, vielleicht kannst du uns ja helfen. Wieso sprichst du nicht einfach mal mit unserem Anführer Aradesh? Aha. Erzähl mir was über diesen Ort hier. Bla 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 bla. Okay, das kennen wir ja schon. Gangster. Es gibt mehrere Gangsterbanden. Ich heuere Leute wie Ian als Wache an, die sie vertreiben helfen. Südöstlich von hier gibt es eine Bande, vor der du dich in Acht nehmen solltest. Okay. Das war's, danke. Soll es mit unserem Anführer Arada sprechen? Genau. Er möchte immer gerne alle neuen Besucher kennenlernen. Er müsste im Rathaus sein. Es liegt südlich von hier. Sehr schön. Wir haben mal freundliche Menschen getroffen, dass sowas auch mal vorkommt. Naja, das ist aber hier nicht so eine gesunde Körperhaltung, mein Freund. Dieser Jahreszeit stinken die Brahmin wirklich bis zum Himmel, okay. Schön, dich zu treffen. Nerv mich nicht. Na, hallo. Ich hab dir nichts zu sagen, Fremder. Du siehst Säule. Hier ein Hund. Ja, Error. Ist auch gut. Du siehst Hund. Du siehst Eingang, du siehst nichts Ungewöhnliches. Geh da rein. Ja. Willkommen, Fremder. Wir sehen Leute wie dich sehr selten. Oh, danke, Wiedersehen. Die Antworten sind auch schön. Warum nicht? Hör zu, Shady Sands braucht Leute wie dich zum Hub oder von Jungtown oder wo immer du auch herkommst nicht. Wir kommen ganz alleine zurecht. Der letzte Händler von Hub hat uns eine kaputte Bewässerungspumpe verkauft. Wir haben genug von euren schmutzigen Geschäften. Du verstehst das ganz falsch. Ich bin nicht so einer. Vielleicht hast du recht. Du scheinst ein wenig anders zu sein. Weißt du was? Sprich mit Aradesh. Er ist in der Stadtmitte. Wiedersehen. Super Dialoge. Dann treffen wir mal den Aradesh. Hi. Ist das ein Kind? Hallo. Tatsache. Hi. Ja, wow. Wo sind deine Eltern? Weiß nicht, irgendwo hier. Gut, dann pass auf dich auf, Junge. Hier ist wieder ein Hund. Stadtmitte. Also die Stadtmitte ist ja eher hier. Ah nee, hier drüben geht's noch weiter. Aha. Die Musik ist sehr exotisch. So, können wir hier mal ein paar Damen ansprechen, die umherflackern. Aha. Achso. Ich bin im Augenblick zu beschäftigt, um mich mit dir zu unterhalten. Ich muss dieses Essen fertig machen. Das riecht wirklich gut. Ich wette, dass es einfach toll schmeckt. Sowas, Dankeschön. Ich bin sicher, dass es dir schmecken wird. Danke für das Kompliment. Ich werde allen meinen Freunden von dir erzählen.
Okay. So macht man das in der Welt von Fallout. Frauen aufreißen. Du machst gutes Essen. Naja, ist ja ein Kompliment. Ach ja, schön. Ich gehe mal hier lang. Wir sehen uns hier um. So. Ach ja, hier sind... Das ist etwas merkwürdig. Toilette, können wir die mal benutzen? Ich meine, ich bin hier schon ein bisschen lange unterwegs. Eine primitive, aber funktionierende Toilette. Es wurde einige Blätter in das Loch geworfen, um den Geruch zu überdecken. Ach ja. Ist das nicht schön? Hier drüben ist aber auch schon ein Ende. Wo geht's hier lang? Nirgends hin. Wo ist denn jetzt der Anführer hier? Ist der hier drüben? Hallo? Du siehst einen kleinen, kräftigen Mann. Na, so klein sieht er auch nicht aus. Hallo, Fremder, du schaust neu aus. Wie heißt du? Mein Name ist unwichtig. Naja, du aber auch nicht. Hä? Gut, dann, Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Ian. Was machst du hier? Ich war eine Woche für die Händler im Hub. Ich wurde aber bei einem Überfall von Banditen angeschossen. Ich bin hier geblieben, weil mir die Leute bei der Genesung geholfen haben. Mein Wissen über draußen und meine Erfahrung machen mich hier nützlich. Shady Sands ist jetzt mein Zuhause. Manchmal besuche ich auch Youngtown oder den Hub, um Handel zu treiben. Da ich der einzige Mensch hier bin, der je wirklich den Ort verlassen hat. Ach ja, Tut mir leid, das mit deinen Verletzungen. Danke, es halt gut. Ratzlo sei Dank. Erzähl mir was über die Raiders. Es gibt drei Gruppen, die Cans, die Vipers und die Jackals. Die können sich alle nicht leiden, aber sie überfallen alle Shady Sands. Na super. Das heißt, die leben ja eigentlich ganz friedlich. Und dann denken sich die Gangster natürlich einfach mal, dass sie hier die armen Leute ausrauben können. Shady Sands ist eine kleine, aber autarke Gemeinschaft. Wir haben nur Probleme mit den Banditen und den Red Scorpions. Genau, das haben wir auch schon gehört. Wieso bereiten die Red Scorpions euch Probleme? Red Scorpions sind sehr gefährlich. Sie haben einen giftigen Stachel am Schwanz und sind sehr schnell. Aradesh versucht herauszufinden, wie man die los wird. Wenn du dich mutig fühlst, könntest du mit Aradesh über sie sprechen. Danke. Wo ist denn Aradesh? Ich würde ihn gerne mal... Red Scorpions. Erzähl mir was über Seth. Seth ist ein sehr mutiger Kämpfer. Manchmal wagt er sich in die Höhle der Red Scorpions, um ein paar von ihnen zu töten. Aber die kommen immer wieder. Es gibt einfach zu viele davon. Red Scorpions sind sehr gefährlich. Sie haben einen giftigen... Genau, das kennen wir ja schon. Sonst keine Informationen mehr. Ich will hier nichts verpassen. Kannst du mir sagen, wie ich zum Hub und nach Junktown komme? Der Hub ist eine große ist ein großes Handelszentrum weit im Süden von Shady Sands und wird von mehreren Karawanengruppen von Händlern beherrscht. So. Den Water Merchants, dem Crimson Caravan und den Fargo Traders. Was für Namen. Junktown ist ein bisschen südwestlich von hier. Es ist kleiner, doch man kann dort gut einen trinken gehen. Die Aufsicht dort hat ein Kerl mit dem Namen Killian Darkwater, der dortige Ladenbesitzer, Sheriff und Bürgermeister. Aha. Kannst du mir ein bisschen helfen? Deine Erfahrung wäre nützlich. Verlockendes Angebot. Hier wird's langweilig. Pass auf, normaler Preis, 100 Deckel und ich schlag ein. Wie wär's stattdessen mit ein bisschen Action? In Ordnung, ich helfe dir für meinen Anteil an der Beute. Gehen wir, ein bisschen Action tut bestimmt gut. Aha. Ach ja, der folgt uns jetzt. Du erhältst 100 Erfahrungen, weil du Ian überreden konntest, dir bei deiner Suche zu helfen. Du siehst Wand. Ach ja, haben wir den jetzt einfach mal überredet. Die Währung hier in Fallout ist übrigens, sind Flaschendeckel.
Hatte ich mich auch nochmal erkundigt. Also statt Münzen bezahlt man hier einfach mit Flaschendeckeln. Und die haben wieder einen Gegenwert mit Wasser. Also Wasser ist hier eines der wichtigsten Güter. Wo ist denn jetzt der Anführer hier? Kann ich dir helfen? Oh, ich brauche Heilung. Ich bin vergiftet worden. Sind wir echt noch vergiftet? Ich weiß es gar nicht. Tut mir leid, Vergiftungen kann ich nicht heilen. Ich habe nicht die richtigen Zutaten, um ein anständiges Gegengift herstellen zu können. Ich brauche Heilung. Natürlich brauchst du das. Oh, lass mal sehen. Du bist nur leicht verwundet. Ich empfehle dir etwas tiefen Schlaf und eine kleine Pause. Du wirst mit der Zeit von alleine wieder gesund. Danke, Doc. Was weißt du über Red Scorpions? Nicht besonders viel. Es scheint sich bei ihnen um eine besonders große Gattung des nordamerikanischen Kaiserskorpion zu handeln. Der Text geht hier immer so schnell rum. Ich nahm an, dass sich ihr Gift verdünnt, aber es ist stärker geworden. Das widerspricht all meinen medizinischen Kenntnissen. Das hat sie gejagt und das hat mir bei einigen meiner Tests sehr geholfen. Du scheinst eine gewisse Bildung genossen zu haben. Was treibst du hier? Doc Morbid hat mir in Junktown einiges beigebracht. Und die Tatsache, dass wir in Steinhütten leben, bedeutet nicht, dass wir nicht intelligent oder gebildet sind. Einen schönen Tag noch, da hat er recht. Du siehst durcheinander aus. Brauchst du Hilfe? Naja, Betten haben sie immerhin. Ein funktionierender Holzofen. Ich würde immer noch gerne den Boss hier treffen. Oder den Anführer. Ist auch niemand. You see a tattered bed. The bed looks neatly made, despite its tattered nature. Wie gesagt, ein paar Sachen sind noch Englisch. Wegen dieser Fallout Fixed Mod eben. Ah, wo ist denn jetzt dieser Boss? Willkommen, Sadie Chance, Reisende. Ich heiße Katrina. Meine Aufgabe besteht darin, Fremde zu begrüßen und ihnen unser Dorf zu erklären. Wenn du mir zuerst einmal zuhörst, gibt es weniger Probleme. Erzähl mir etwas mehr über dich. Mein Leben war sehr langweilig. Ich wurde in einer Vault aufgezogen und dort habe ich viele Jahre gelebt. Leider war es dort sehr eng. Und diese Enge hat das Leben schwer gemacht. Es kam zu Streitereien und viele Leute gingen fort und nahmen die beste Ausrüstung mit. Einige von uns versuchten, in der Vault zu bleiben, aber dann wurden wir angegriffen. Ich wurde verletzt und bin hier gelandet. Jetzt versuche ich, Leuten zu helfen. War sie denn in der Vault 15 drin? Kann ich mir gut vorstellen. Was soll ich denn machen, wenn ich verletzt werde? Also, wenn du keinen Arzt auftreibst, dann musst du dich selbst heilen. Oft werden dazu Stimpaks verwendet. Stimpaks. Das sind doch, glaube ich, die wir auch immer dabei haben. Benutze sie zur Heilung kleinerer Wunden. Erste Hilfe dauert länger, aber sie steht dir wenigstens immer zur Verfügung. Bei schwerwiegenden Verletzungen, wie zum Beispiel bei einem gebrochenen Bein, musst du die Fähigkeit Arzt einsetzen. Ha, danke für den Tipp. Wo bekomme ich bessere Ausrüstung? Du musst es so machen wie wir. Sammeln sie oder handel darum. Wenn du angegriffen wirst, kannst du vielleicht die Ausrüstung deiner Feinde ergattern. Vorausgesetzt, du lebst lange genug, um sie auszurauben. Wir sind eine friedliche Gemeinschaft, also handeln wir um die Dinge, die wir selbst nicht herstellen können. Sag mir mehr über das Handeln. Handeln ist der Austausch von Waren. Du gibst mir etwas und ich gebe dir dafür etwas anderes. Da du den Handel angefangen hast, kannst du wählen, was du gerne möchtest. Aber mir muss das Geschäft gefallen und deshalb gibst du mir wahrscheinlich wertvolle Dinge, die du nicht brauchst. Und ich gebe dir dafür weniger wertvolle Dinge. Und wenn du nicht genügend Handelsware hast, verwendest du die Deckel. Flaschendeckel sind die einzige geläufige Währung hier.
Die Deckel werden von den Händlern vom Hub verwendet. Deshalb können sie überall eingetauscht werden. Genau, also wie eben schon erwähnt, Flaschendeckel sind ja die einzige Währung, weil ja auch eben seitdem der, ja, spätestens seitdem eben die Atombomben gefallen sind, seitdem werden ja auch keine Flaschen mehr hergestellt. Das heißt, die Deckel gibt es nur in begrenzter Anzahl, damit auch eine Inflation verhindert wird und so weiter und so fort. Sag mir etwas über den Ort. Du befindest dich in Shady Sands. Wir sind eine kleine Stadt in einer großen Welt. Wir wollen in Frieden gelassen werden, neben ein paar mutierten Tieren und anderen Wüstenkreaturen machen uns nur die Gangster Schwierigkeiten. Aradesh ist unser Anführer, er befindet sich im großen Haus im Zentrum. Das habe ich noch nicht gefunden. Sag mir etwas über den Rest der Welt. Ich weiß sehr wenig über die Außenwelt. Als die Vault angegriffen wurde, flüchtete ich. Leider wurde ich schwer verletzt und kann mich nicht mehr an viel erinnern. Aber Dharma hat Richtung Osten... Es ist schon mehr herumgekommen als ich. Achso, sie zeigt in Richtung Osten. Hey, ist mich verwirrt. Die Leute aus Sandy Shands. Dharma hat über mich gewacht und die Leute aus Shady Sands haben... Nicht wundern, der Text, der scrollt hier automatisch immer runter, wenn ich zu lange brauche. Haben mich gefunden, ich lebe jetzt hier. Hast du schon mit einem gesprochen? Er ist eine Wache des Merchants, das ist manchmal hier schwierig zu entschlüsseln, und wurde verletzt. Er holt sich im Wachhaus da drüben. Sie zeigt Richtung Osten. Er ist schon mehr herumgekommen als ich. Genau, mit ihm haben wir schon geredet. Wo war deine Vault? Es war Vault 15, wusste ich's doch. Okay, du erhältst 250 Erfahrungspunkte für das Wissen, das du von Katrina erlangt hast. Sie liegt östlich von hier. Wir versuchten Kontakt mit einigen anderen Vaults aufzunehmen, aber wir haben es nicht geschafft. Ich glaube, seine Mitbewohner wurden von den Gangstern angegriffen. Sei vorsichtig. Das wäre momentan alles, danke. Sie war in Vault 15. Das ist gut zu wissen. Oh. Genau. Mit welchen Waffen kannst du umgehen? Ich kann mit so ziemlich jeder Art von Pistole gut schießen. Und ich kann auch mit einer halbautomatischen Knarre umgehen. Ein Messer kann ich auch einsetzen. So. Ich muss die Formation ändern. Welchen Abstand soll ich bleiben? Ist auch schön. Bleib nahe bei mir. Aha. Klar doch. Diese Error-Sachen, die müssten wahrscheinlich Features sein, die durch diese Mod dazugekommen sind. Ich versuche jetzt aber immer noch den Anführer hier zu finden, übrigens. Wir waren doch jetzt schon überall drinnen. Können wir mal mit denen hier reden. Hey, du hast dich als doch kein so schlechter Mensch erwiesen. Schönen Tag noch. Oh, dankeschön. Das Kind hier, das die ganze Zeit rumrennt, ist auch super. Willkommen, Fremder. Wir sehen Leute wie dich sehr selten. Genau, das kennen wir schon. Hier drüben ist noch einer. Nicht so schnell, dies ist eine kleine Gemeinschaft. Fremde werden hier selten gesehen und wir brauchen sie auch nicht unbedingt, wenn du weißt, was ich meine. Wenn du keinen guten Grund für... Ja. Das habe ich auch nicht behauptet. Du solltest uns einfach alleine lassen. Ich werde nicht versuchen, Ärger zu machen. Wir wollen ja friedlich sein. Hier laufen ganz viele Kinder rum, aber den Anführer habe ich hier auch noch nicht gefunden. Ich frage jetzt nochmal gerade... So. Du kannst jetzt gehen. Kannst mir sagen, wie ich zum Hub und nach Chunktown komme? Da ist ein großes Handelszentrum weit im Süden von Shady Sands. Okay. Das heißt, er folgt uns jetzt auch wirklich. Na? Die Map.
Und wir brauchen immer noch den... Ah, Wecker. Ruhe ich 10 Minuten aus. Hier können wir uns ausruhen, damit wir unser Leben regenerieren. Beziehungsweise uns wieder heilen können. Ah, hier drüben geht's weiter. Ach so. Auch sehr nett hier. Okay, wir speichern mal kurz ab. Weil, sicher ist sicher. So. Okay. Wir haben schon mal einen Begleiter mehr dabei. Und hier ein paar Leute. Willkommen in Shady Sands, Fremder. Und was geht hier ab? Wir sind eine echte Gemeinde. Wir arbeiten und teilen alles zusammen. Das ist doch schön. Wer ist euer Anführer? Können wir eigentlich schon... Aradesh ist jetzt unser Elder. Mit seiner Erfahrung hilft er, die Gemeindeten mitzuführen. Wie könnte ich hier draußen überleben? Wir haben hier Bauernhöfe und Bewässerungsanlagen. Außerdem halten wir Brahmin. Jeder trägt seinen Teil dazu bei. Wiedersehen. Das sieht nach einem Brunnen aus. Und sind das Kühe? Brunnen. Der Brunnen gibt keine weiteren Informationen. Ja. Das ist wieder er hier. Na, Hallöchen. Willkommen, Shady Sands, Fremder. Okay, das kennen wir ja schon alles. Dankeschön. Hier sind Felder. Und hier vorne sind irgendwelche... Ach, Brahmin? Diese Viecher hier sind Brahmin? Interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich hier einfach mal so rumlaufen sollte. Sieht normal aus. Gehen wir mal wieder raus. Ich will ja nichts kaputt machen. So. Weißt du, da kommen wir einmal in eine neue Stadt rein. Und machen gleich wieder alles kaputt. Karren. Schaufel. Diese Schaufel gehört ihren Eigentümern. Du hast keinen blassen Schimmer, was man damit machen kann. Also gut. So. Hier noch ein paar Leute. Nerv mich nicht. Naja. Aber es scheint ja relativ groß zu sein. Hier unten geht's noch lang. Das ist echt so merkwürdig hier. Also, ich find's spaßig. Mir macht das echt Spaß. Aber alles so merkwürdig in dieser Welt. Naja, gut. Im Jahr 2161, nachdem die Atombomben eben gefallen sind, vor 100 Jahren. Hast du ein paar Brahmin-Burger? Oh. Ich habe gehört, die Red Scorpions haben letzte Nacht wieder getötet. Bäh. In dieser Jahreszeit stinken die Brahmin wirklich bis zum Himmel. Okay. Du siehst Schale. Eine kunstvoll gefertigte Holzschale diente wahrscheinlich zum Zermahlen und Trennen von Körnern. Topf. Oh, Seil. Oh, wir haben ein Seil gefunden. Jawohl, das brauchen wir doch in World 15. Was ein Zufall. Sehr schön. Topf, 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 Topf. Ein kunstvoll gefertigter Topf. Ein kunstvoll handgefertigter Tisch. Sieht viel schöner aus als alle Tische, die du je gesehen hast. Ach ja. Aber man muss überlegen, unser Charakter hier, der war ja eigentlich die ganze Zeit nur in seinem Bunker, nur im Vault 13. Wir sind ja jetzt das allererste Mal an der Oberfläche. Also schon seit
ein paar Tagen jetzt. Oder ich glaube, wir sind schon gut einen Monat unterwegs, oder? Wir müssen uns etwas ranhalten. Du siehst Pflanze. Sieht für dich wie ein mutierter Kohl aus. Scheint bei dem warmen Wetter gut zu gedeihen. Können wir nicht mitnehmen. Mutierter Kohl ist auch schön. Eine mutierte Maispflanze scheint bei diesen Bedingungen gut zu gedeihen. Naja. Schön, dich zu treffen.